Na Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! 2. April 1943, um kurz vor 1. Situation ist folgendermaßen. Wir haben den Konvoi erfolgreich attackiert in der letzten Folge. Ordentlich Tonnage mitgenommen, jedenfalls nicht zu knapp, würde ich mal sagen. Und als kleines Sahnehäubchen obendrauf hier diesen Kreuzer versenkt, der hier gerade noch in den letzten Zügen liegt. Okay, den Liberty hier vorne, den haben wir leider nur angeschossen und dieser Zerstörer rauscht jetzt auch direkt auf uns zu und ich würde aber gerne irgendwie noch, wenn es irgendwie drin ist, hier nochmal einen zweiten Torpedo auf ihn hier abfeuern, damit wir den hier auch noch wirklich safe versenkt haben. Aber ich denke, mit einem gezielten Schuss, das wird jetzt sowieso schon zu knapp. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, dann versuchen wir Folgendes. Spontaner Einfall. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Wir lösen hier einmal. Wir werden sehen. Ich muss nur den Zerstörer finden. Der müsste hier drüben sein. Welcher ist es denn? Ja, hier, oder? Ja, läuft direkt auf uns zu. Hat uns auch schon in der Sonarpeilung. Wir machen jetzt Folgendes. Ah, die sind gerade bei der Instandhaltung. Verdammt, verdammt, verdammt. Kriegen wir das noch gebacken? Zaunkönig, oder sollen wir es riskieren, den kalt abzuschießen? Er ist am Zaunkönig dran hier. Scheiße. Das wäre zu knapp. Die sind schon fast da. Ich fürchte, wir müssen runter. Na! Kilometer Entfernung noch. Wir riskieren das jetzt einfach. Wir riskieren es. Hilft ja nichts. Bislang lief das ganz gut hier mit unserem Glück. Deswegen. Achso, die sind ja in den. Okay, Entschuldigung. Falsch gedacht. Ja, dann haben wir jetzt keine Möglichkeit, ne? Der kriegt das nicht mehr fertig hier in der Kürze der Zeit. Wir müssen runter. Der ist schon fast da. Hilft alles nichts. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Auf 180 Meter gehen. Und dann schauen wir, dass wir hier irgendwie unten durchtauchen können. Und auch direkt jetzt beim Wegtauchen nochmal einen Täuschkörper raushauen. Öldorp hat noch einen. Er hat auch noch einen. Okay, ausgezeichnet. Posten verlassen. Schade, ich wollte direkt die Folge mit einem schönen Knall beginnen, aber da kam dieser verdammte Zerstörer dazwischen. Wir waren jetzt in so einer guten Schussposition. Aber auf den Liberty jetzt nochmal zu feuern, hätte einfach nicht funktioniert, weil der einfach zu weit weg war und dann zacken die ja bekanntlich rum. Wäre sicherlich Verschwendung gewesen. So, Täuschkörper geht raus. Wir bleiben auf äußerster Kraft, einfach um schnell hier runterzukommen. Wie tief sind wir? 50, gleich 60 Meter. Junge, Junge. Schnorchel fahren wir mal ein. So, jetzt wird es natürlich interessant. Schiffsschrauben direkt über uns. Jetzt überlaufen sie uns. Der Alte hat im Vergleich zur letzten Folge wieder eine halbwegs normale Gesichtsfarbe bekommen. 90. 90 Meter gehen durch. Noch keine Wasserbomben. Die haben natürlich auch alle schon ordentlich was abgeworfen. Könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht sogar der ein oder andere schon leer ist. Da hätte eigentlich längst was kommen müssen. 100. Okay, mal ein bisschen langsamer hier. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Versuchen wir uns nochmal einen Überblick zu verschaffen. So, die haben uns überlaufen. Jetzt ist die Frage. Da kommt halt noch ein bisschen was nach. Aber ich würde tatsächlich ganz gerne hier unten durchtauchen, wenn es irgendwie geht. Sollen wir es mal ein bisschen laufen lassen? So, ich würde erstmal gar nicht so weit runtergehen. Wir bleiben vielleicht mal hier so an der gelben Grenze sozusagen stehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Sauerstoff schön im Blick behalten. Hier ist der angeschossene Liberty. Aber der hat nicht, dem fehlt noch nicht allzu viel. Wo ist denn eigentlich dieser C3? Hier setzen wir uns mal einen Marker. Der ist ja noch nicht offiziell versenkt, der Kollege. Theoretisch müsste hier noch ein Frachter dabei sein, der angeschossen ist.
Oder er ist tatsächlich doch irgendwo liegen geblieben und wir müssen dann nochmal auf die Suche gehen, sofern wir das denn hier überleben und auch wieder hochkommen. Aber die sind alle noch, die haben alle noch hier quasi volle Punktzahl. Also, Konvoi kommt aus dieser Richtung. Das war so ungefähr der Korridor. Ah, kann gut möglich sein, dass der C3 hier irgendwo liegen geblieben ist. Oder halt so langsam geworden ist, dass er nicht mehr hinterhergekommen ist. Wasserbomben. So, jetzt kommen die Wasserbomben. Die sind aber weit ab. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus und nochmal 20 Meter tiefer gehen. Schauen wir, dass wir hier rüberkommen. Das war auch nicht der C3, ne? Nee. Jede Menge Wasserbomben, aber die gelten wohl, die sind hier drüben unterwegs. Seht ihr? Da, die gehen auf den Täuschkörper, die haben angebissen. Ja, dann könnte man jetzt natürlich, also wir müssen ein bisschen mehr Geduld haben hier. Bei der Maschine langsame Fahrt voraus, ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Nicht, dass die uns hier noch entdecken, aber das sieht gut aus. Die haben auch schon wieder abgedreht. Hier kommt nichts mehr. Ah, von der Seite nochmal dran gehen. Und mal noch einen der Tanker mitnehmen. Hier, T2 zum Beispiel haben wir da. Das sieht alles verdammt gut aus. Wir gehen schon mal 50 Meter hoch. Wir müssen demnächst hier mal den Schnorchel ausfahren. Machen wir auch direkt mal. Ja, ich denke... Ich denke, das passt ehrlich gesagt schon wieder. Müssen wir uns gar nicht so einen großen Kopf machen. Wir laufen hier mal so ein bisschen ab Richtung Westen. Entschuldigung. Osten. Auf Zero-Tiefe gehen. Einfach mal, um Luft zu holen. Wir bleiben aber auf E-Maschinen. So, ist jetzt natürlich schon ein bisschen riskant. Aber ich denke, das geht schon klar. So, Kursgenauigkeit ist sehr, sehr gut. Weber kriegt eine Ruhepause. Der Alte ab ans Periskop. So. Wie sieht es hier oben aus? Ja, Funken. Das, ja, ist mir jetzt zu riskant. Ich will jetzt nicht entdeckt werden. Auf gar keinen Fall. Deswegen müssen wir das hinten anstellen. Na, der will wohl auch nicht so ganz hier die Dido-Klasse, ne? Müssen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen dran mit der... Boah, schaut euch das an, wie der drin hängt. Ah, okay. Gut. Wir drehen uns wieder. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Kursberechnungen. Ja, gehen wir noch ein bisschen näher dran. Und zwar deutlich näher. Er hier erscheint mir jetzt nicht so ganz attraktiv zu sein, ehrlich gesagt. Ich würde super gerne noch einen Tanker mitnehmen. Wie viele Aale haben wir denn überhaupt noch? Einmal durchzählen hier. Schauen wir doch mal nach. Ich glaube hinten... Ah, haben wir noch einen hinten oder haben wir sie jetzt beide verfeuert? Hier haben wir noch drei Stück. Torpedowartung läuft. Und hinten... Da haben wir auch noch einen. Also vier Aale hätten wir noch. Na schön. Dann würde ich sagen, schießen wir das Boot idealerweise leer. Ah, die haben sich jetzt hier vorne wieder eingereiht. Wo sind die Tanker? Das dürfte doch schon einer von denen sein, oder? Torpedokurs berechnen. Ich muss mich ausruhen. Die Kurslösung für das Liberty Ship ist jetzt natürlich auch wieder hinfällig. Also wäre mir schon am liebsten, den Liberty wirklich auch noch Richtung Meeresgrund zu schicken. Weil wir dem ja schon einen Treffer verpasst haben und Liberty gibt natürlich immer ganz gut Tonnage. So, etwas näher dran gehen. Die sind halt auch alle auf einem Haufen hier vorne, mehr oder weniger, ne? Also so ist, glaube ich, schon gut, wenn wir die hier einfach überholen. Ich hoffe mal, dass wir nicht entdeckt werden währenddessen. Während dem Überholmanöver. Dann nehmen wir ihn schon mal ans Beobachtungsperiskop. Kann sich der Alte bei Bedarf auch nochmal ausruhen. So. Dale-Klasse. Definitiv ein Tanker. Den schauen wir uns mal kurz an hier. Oh, 11.256 Bruttoregistertonnen. Dingledale. Okay. Der lädt zum Tanz ein. Ja, hier schippert aber auch noch ordentlich was rum. Schaut euch das mal an.
Also das ist, es ist schon ein lukrativer Konvoi. Prestigeobjekt, der Kreuzer und dann mal mindestens zwei Tanker, wenn nicht sogar drei. Das ist schon ordentlich. Ganz schöne Hausnummer hier. Hör mir auf. Also Dell-Klasse würde ich mal sagen. Auch aus der Position auf jeden Fall unser Primärziel. Den sollten wir ja wohl erlegen können. Dann hier drüben, das ist wahrscheinlich der Liberty. So, Kursgenauigkeit will ich jetzt auch nicht riskieren. Den alten ziehen wir einmal ab. Wir werden hier einfach ein bisschen Geduld benötigen, denke ich mal. Wir haben ja Zeit. 15.10 Uhr. So, Kurslösung ist hier schon bei 60%. Dann würde ich tatsächlich vielleicht... Ja, das mit dem Liberty, der ist halt schon angeschossen, aber viel hat der auch noch nicht. Also, na, seht ihr, man sieht ja ungefähr die Beschädigung. Deswegen würde ich vielleicht tatsächlich die Prioritäten hier nochmal ein bisschen abändern und auf diese beiden hier gehen. Ich glaube, das bietet sich deutlich besser an und das wird doch wohl hoffentlich auch ein Tanker sein hier, oder? Schaut euch... Na, doch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wo ist der andere Tanker? Ja, hier? Ah, er wär's. Ja, auch machbar. Und er hier? Also zwei Tanker scheinbar. Ich würde trotzdem auf die beiden hier gehen. Die sind einfach so schön nah beieinander. Das können wir einfach schön orchestrieren, denke ich. Ah, wir tauschen hier auch nochmal durch. Setzen den ausgeruhten Mann hier dran. So, für den haben wir schon fast den Kurs errechnet. Da sind wir schon bei 76, 78, 80%. Das genügt erstmal, würde ich sagen. Dann schwenken wir hier um und lassen auf den hier auch noch rechnen. Okay, dann wären das unsere beiden Ziele. Und wir kommen auch gleich in eine super gute Position. Drei Aale haben wir gesagt, vorne noch. Das heißt, einer davon müsste ja noch der Zaunkönig sein. Ja, das ist gut. Das ist gut. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, ja, wir bleiben auf großer Fahrt, ist, dass die Bewacher diesmal also wesentlich weniger hartnäckig waren. Und ich bin jetzt zweimal aus der Nummer wirklich locker rausgekommen, tief runter, also immer auf die 180 Meter ungefähr oder auch ein bisschen höher und direkt beim Wegtauchen Täuschkörper Kurs ändern und dann aber in den Keller. Aber eben nicht irgendwie auf 100 Meter runter, sondern ich glaube, das werde ich beibehalten. Einfach einen Ticken tiefer runtergehen. Die Wassereinbrüche haben mich da halt schon immer so ein bisschen abgeschreckt, muss ich gestehen. So, wir nehmen nochmal den alten dazu. Aber meine Güte, das Problem kriegt man halt doch immer relativ schnell wieder in den Griff. Und so viel Lärm scheint es dann auch nicht gemacht zu haben. Also so, diesmal sind wir wirklich super rausgekommen. Mit den Tauchmanövern war das alles kein Problem. Torpedo ausrichten. So, das ist aber nicht der C3, den wir schon mal erwischt haben, oder? Aber dem fehlt ja gar nichts. Kann eigentlich nicht sein. Ich würde sagen, nein. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Ich habe mir leider auch nicht den Namen gemerkt, dummerweise. So, wie sieht's aus mit den Kursberechnungen? Kapitän. Ah, wenn wir den C3 noch hinbekommen in der Kürze der Zeit, sieht aber ganz gut aus. Die rechnen jetzt alle auf den C3. Und für ihn haben wir ja schon irgendwie knapp 80%. Dann kommen wir hier jetzt wirklich in eine gute Schussposition. Ausgezeichnet. Besser könnte es gar nicht laufen. Dann bitte, bitte, bitte. Zwei gute Treffer landen. Das wäre super. Damit die versorgt sind sozusagen und dann den Zaunkönig halt noch auf irgendeinen anderen abfeuern. So, wir schauen schon mal. Erkennungshandbuch. Dell-Klasse und C3 haben wir hier am Start. Und dann bitte, bitte, bitte kein Torpedoversager. So, C3. Da gehen wir auf 8,5, würde ich sagen. Ich muss es mir kurz notieren. 8,5 Meter. Ich will jetzt keinen Fehler machen hier. Und die Dell-Klasse haben wir hier ein bisschen weiter hinten. Dido haben wir schon. Dell-Klasse. 12.000. Okay, da gehen wir auf 9,5. Ja, okay. Gut. Plan steht. Dann, Anlauf beginnt. Wir drehen uns. Der Winkel ist so ein bisschen ungünstig. Ich würde tatsächlich warten, bis er dann quasi hier vorbei ist, dass wir auf ihn zuerst schießen können. Frage Distanz, dass wir nicht zu nah dran kommen, aber hier haben wir noch ordentlich Platz.
Okay, bisschen langsamer. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Kurslösung, das sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Kontrollieren wir das hier nochmal. Dingledale. Okay, der ist bei 81%. Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ein sehr gutes Gefühl. Torpedolösungen für beide Schiffe über 80%. Und jetzt sind wir auf einen knappen Kilometer gleich an den vorderen dran. Wir schießen. Männer, besser wird's nicht. Auf ihn zuerst, Empire Haywood. Jetzt haben wir hier auch schon den Namen identifiziert. Das ist der C3. Das heißt, Torpedotief. Nein, die sind bei der Instandhaltung. Nein, das ist doch Wahnsinn, Leute. Oh, ach du Scheiße. Beeilt euch mal ein bisschen hier. Ach du Scheiße. Abdrehen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Warten, bis die Aale fertig sind. Das hat mir gerade noch gefehlt. So, Rohr 3. Aber das war, glaube ich... Moment, ich muss kontrollieren, weil ich will gezielte Schüsse abfeuern. Ach du Scheiße, wir haben ganz schön viel Wasser hier drin. Und den Schnorchel fahren wir jetzt auch bitte einmal ein. Das ist ja viel zu riskant. So, nee, ist gut. Ist gut. 1 und 3, das sind genau die Rohre, die wir brauchen. Okay. Dann drehen wir uns jetzt vorsichtshalber nochmal. Bestätigt. Okay, Torpedolösungen sind jetzt natürlich auch wieder ein bisschen besser geworden. Dingledale 99, Haywood 90. Ausgezeichnet. Gut, wir drehen uns nochmal. Und dann wird gefeuert. So ist gut, denke ich. So, jetzt aber zweiter Versuch. Empire Haywood, C3 haben wir gesagt. Torpedokonsole öffnen, alle sind vorgewärmt. Rohr 1 bewässern. Der darf dann nach links abdrehen. Nach 2990 Meter. Wir lassen den ein bisschen schneller laufen. Torpedotiefe 8,5. Alles korrekt. Rohr 1, los! Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Dingledale. Torpedokonsole öffnen. Das ist unser dickes Ziel hier in dem Konvoi. So, Rohr 3 bewässern. Torpedotiefe 9,5. Geschwindigkeit 40, 44 Knoten. Das ist die schnellste Variante. Wir lassen den noch ein ganz kleines Stückchen laufen hier. Damit die halbwegs gleichzeitig einschlagen. Rohr 3, los. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Zaunkönig? Sollen wir auf ihn? Wir können ihn ja auf ihn hier ausrichten und einfach unser Glück versuchen. Alle Maschinen stopp. Jetzt warten wir erstmal ab, was hier passiert. Falls wir einen Torpedoversager haben sollten, dann müssen wir natürlich hier nochmal nachhelfen. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Eieieiei. Hoffentlich trifft der. Ich hätte ihn doch ein bisschen früher abfeuern sollen. 30 Sekunden. Aber okay, die liegen schon relativ dicht beisammen, glaube ich. Entschuldigung. Hallo? So, da ist er. Dingledale. Und da hinten der C3. C3 wird zuerst knallen, wenn er denn knallt. Oh, doch nicht. Sah jetzt auf den ersten Blick überschaubar aus. Ich fürchte fast, der C3 war ein Torpedoversager. Oder ist zu niedrig gelaufen. Kursberechnung war gut. Das hat noch nicht gereicht, oder? Jetzt ist die Frage. Was machen wir damit? Oh, das hat noch überhaupt... Das hat nicht ansatzweise gereicht. Der schüttelt sich einmal. Den können wir, glaube ich, vergessen. Wir müssen jetzt den Zaunkönig auf ihn hier abfeuern. Das hilft alles nichts. Ach, ist das ärgerlich. Na gut, einmal lösen. Na komm schon, löst dich.
Er will nicht. Moment, machen wir so. Dingledale einmal auf ihn hier einrasten. Wir drehen uns. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Oder sollen wir es mit dem Heckrohr versuchen? Dann hätten wir halt zumindest den Zaunkönig noch für den Schluss. Sieht gut aus, aber er wird sich wahrscheinlich wieder kurz davor drehen. Nee, komm, wir nehmen jetzt den Zaunkönig. So, wir sind auf den richtigen ausgerichtet, oder? Dingledale. Okay, ja, jetzt. Okay, passt. Dann löse ich einmal und der sollte ja in diese Richtung ablaufen, dann hoffe ich doch. Dann gehen wir hier vorne ungefähr hin. Und das lassen wir jetzt einfach so eingestellt. Bisschen höher. Der geht ja sowieso auf die Maschine, auf die Schraube. Rohr 2. Los. Versuch dein Glück. So. Erstmal stoppen. Ja, der hat schon wieder gedreht. Ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Wir werden es dann aber nochmal drehen, dass wir mit dem Heckrohr hier noch irgendwas veranstalten können. Aber ich warte jetzt noch ein Stückchen gestoppt. Nein, er dreht sich. Verdammt. Er geht auf einen anderen. Okay, lass ihn mal laufen. Na gut, er geht jetzt auf ihn hier. Soll mir recht sein. Ich denke, wir können wieder Krach machen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. So, wir können mal einen von den Heinis hier abziehen, denke ich. Und wir rechnen nochmal auf ihn hier. Aber gut, haben wir eh schon 100%. Gut, also der wird auf jeden Fall treffen. Deswegen geben wir hier jetzt nochmal richtig Gas. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus und drehen uns dann hier so. So, das schauen wir uns an. Hallo? Treffer. Na, immerhin. Aber es war halt auch nur ein Treffer. Kann auch sein, dass den das gar nicht beeindruckt und der trotzdem weiterfährt. Was einfach, das dürfte halt einfach nicht sein, ne? Wenn die in die Schraube reinrauschen. Jetzt von der Spielmechanik her, dann müssten die einfach gestoppt werden dadurch. Meine Meinung. Aber schauen wir mal, vielleicht hat es ja gereicht. Gut. Drücken wieder ein bisschen auf die Tube hier. Nee, hat nicht gereicht, verdammt. Jetzt haben wir noch genau einen Aal. Und ich will den Tanker haben. Ist nachvollziehbar, glaube ich, oder? So, schauen wir mal. Ja, das ist schon ganz gut. Wenn wir uns hier drehen. Was machen die Kriegsschiffe eigentlich? Wichtige Frage. Hier einer, da einer, da einer. Ja gut, die dümpeln da irgendwie so vor sich hin. Ringelpiez mit und ohne anfassen. Okay, jetzt dürfen wir uns langsam drehen. Ich denke jetzt. So. Okay. Ich würde es tatsächlich jetzt nochmal mit dem Aufschlagzünder versuchen. Alles hoffentlich vorgewärmt, sonst kriege ich hier einen Schreikrampf. Ja, gut, passt. Okay, Aufschlagzünder. Torpedotiefe. Machen wir mal 5,5. Geschwindigkeit drehen wir ein bisschen hoch. Rohr 5. Los. Oh, Boot ist leer geschossen. Wir sehen zu, dass wir hier direkt auch wegkommen. Ausrichten können wir jetzt eh nichts mehr. Auftauchen und Bordkanone sehe ich als schwierige Option, ehrlich gesagt. das wird einfach nichts. Was halt super ärgerlich ist, weil er hier halt... Er hat schon ein bisschen was abbekommen, aber es hat einfach nicht gereicht, um den zu stoppen. So, jetzt hoffen wir mal, dass der hier... Bitte, 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 bitte. Das wäre ja extrem bitter, wenn wir jetzt hier nochmal Versager hätten. 10 Sekunden bis Einschlag. Bitte lass den treffen. 2 müssen reichen. Komm schon, komm schon. Oh Gott. Jawohl. Treffer mitschiffs und ich würde sagen, das hat genügt. Das wird gereicht haben. Also wenn der nicht abzäuft, dann weiß ich aber auch nicht. Jawohl. Dingledale ist Geschichte. So, wie sieht's bei ihm aus? Nicht gut.
Ja, wir müssen ablaufen. Also alles andere macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Ich meine, die Verlockung ist schon da, hier nochmal kurz aufzutauchen mit der Bordkanone. Solange die Zerstörer halt hier drüben noch rumdümpeln, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Die Verlockung ist da. Der wird halt auch bewaffnet sein, der C3, ne? Klar ist der bewaffnet. Das ist glatter Selbstmord hier. Der ist auch bewaffnet. Also haben wir hier zwei Bewaffnete. Das können wir total vergessen, hier mit der Bordkanone irgendwas zu machen. Leider. Unter anderen Umständen hätte ich es tatsächlich, glaube ich, riskiert. Aber so sehen wir lieber zu, dass wir wegkommen, solange die uns noch nicht entdeckt haben. Und dann müssen wir hier eh nochmal zurücksetzen und den Kreuzer noch Richtung Meeresgrund schicken. Und funken müssen wir natürlich auch dringend, aber da warten wir jetzt auch erstmal noch ab. Ich wage jetzt schon die Prophezeiung, dass die uns nicht entdecken. Deswegen, ich bin jetzt auch mal so dreist, mache hier ein bisschen Lärm, fahre den Schnorchel aus und wir laufen hier einfach mit äußerster Kraft ab. Ja, ärgerlich. Also ein bisschen ärgerlich. Trotzdem, Kreuzer versenkt, Tanker versenkt. Also, was will man mehr? Muss man auch ganz ehrlich sein. Das ist schon eine gute Bilanz. Und wir hatten ja noch ein paar mehr. So, einmal ganz rumdrehen. Was ist da hinten so los? Kann man da noch was erkennen? Kommt uns einer hinterhergeballert, oder? Ich würde sagen, das sieht ziemlich gut aus. Also was ein krasser Unterschied auch zum ersten Versuch. Wie die uns behakt haben. Mit 5, 6 oder sogar 7 Kriegsschiffen unter Wasser gedrückt. Und wir hatten wirklich keine Chance mehr, da irgendwie hochzukommen. Und jetzt lief das einfach so dermaßen aalglatt alles ab. Die Tauchmanöver mit den Täuschkörpern. Und der Gegner hat einfach keine Chance. Obwohl sie uns auch in der Solarpeilung hatten zwischenzeitlich mal. Aber alles gut. Wir verziehen uns. So, wir peilen mal den Punkt an. Und irgendwo unterwegs werden wir dann auch direkt mal funken. Dann, das werden die zwar schon auffangen, denke ich hier, aber... Pff, ja, meine Güte. Oh, 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 oh. Wir hatten keinen am Horchposten. Scheiße. Alle Maschinen, stopp. Da ist doch noch einer. Oh, oh. Ja, sowas kann echt mal fies in die Hosen gehen, ne? Ich glaube, wir warten noch ein bisschen mit dem Funken. Eieieiei. Was haben wir denn da wieder? Moment mal. Das ist doch wieder... Das ist doch keine Korvette. Sonst hätte ich gesagt, gehen wir von hinten dran. Das hätte sich jetzt gerade so angeboten. Aber mit einem Zerstörer über Wasser lege ich mich jetzt einfach nicht an. Sorry, Leute. Wir warten mal. Was kurft denn der hier noch alleine rum? Auf der Suche oder hat er sich jetzt einfach vom Konvoi entfernt? Der hat Feierabend gemacht, wie mir scheint. Ballmaschinen, langsame Fahrt voraus. So, dann gehen wir hier mal hin. Ich würde sagen, wir tauchen erst auf, machen den hier fertig mit der Bordkanone. Und dann wird einmal gefunkt und dann setzen wir Heimatkurs. So, da kam nochmal Alarm, aber wahrscheinlich, weil er hier jetzt einfach in Sichtweite gekommen ist, oder? Ansonsten haben wir hier nichts zu befürchten. Nö, alles wunderbar. Cool, da sehen wir den hier auch nochmal aus der Nähe. Jawohl. Sehr schön. Kurs setzen. Jawohl. Okay. Bringen wir es hinter uns. So. Auftauchen. Deckgeschütz bemannen. Spät haben wir es eigentlich. 1942. Mhm. Oh, da könnten wir ja auch noch. Können wir da an Bord gehen? Beim Kriegsschiff? Geht das? Da würde ich aber vorher nochmal speichern. Da ist mir dann doch ein bisschen zu viel geboten hier in der Gegend. Schauen wir mal. Rettungsboot. Nee, geht nicht. Schade eigentlich. Aber wenn wir noch ein bisschen näher dran gehen vielleicht. Wir versuchen es mal. Wer weiß. Noch nie ausprobiert. Wahrscheinlich geht's nicht, ne? Das wäre doch schon sehr merkwürdig. So, einmal... Melde mich zum Dienst. Genau, so passt das schon.
Alle Maschinen. Stopp. Naja, ist durchaus. Also ist natürlich jetzt schon im Wert gesunken, diese ganzen Funksprüche, aber wir sind immer noch über 10.000. Das passt schon. Jetzt versenkt man den mal schnell. Ne, geht nicht an Bord zu gehen, ne? Wen haben wir denn hier? Kein Führungspersonal. Lohnt sich nicht so wirklich. Und das andere Rettungsboot. Was? Man kann den Vorräte geben? Seit wann das denn? 9 Überlebende. Warum? Was bringt mir das? Frage ich mich. Okay, wir geben ihnen einfach mal was, oder? Also da sind wir jetzt schon so ritterlich, sozusagen. So, dann wird das Boot versenkt, also wird das Schiff versenkt. Bin mal gespannt, ob das irgendwie irgendeine Auswirkung Kapitän. Hat. Gut, Feuer frei. Viel dürfte da ja auch nicht mehr fehlen. Jetzt haben sie den Alarm ausgelöst. Ist mir noch nie aufgefallen, dass man denen hier Vorräte geben kann. Vielleicht funktioniert das aber auch nur bei Kriegsschiffen. Das, weil es ja quasi Kollegen sind in dem Sinne. Ich weiß es nicht. Sehr schön, jetzt läuft er ab. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Na, hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Okay, einmal Funkraum besetzen ist bereits geschehen. Dann gehen wir das hier einmal schön durch. Die ganzen Meldungen. Dingledale, Empire Eland, Empire Lynx, Empire Trumpet und die Dido-Klasse. Na, immerhin. Was heißt immerhin? Das ist eine gute Bilanz. Man darf immer nicht zu viel wollen. So. Ich denke, er kriegt jetzt auch eine Ruhepause. Die hat er sich redlich verdient. Ja, und wir werden... Ich schippe jetzt mal noch grob hier diesen ursprünglichen Kurs von dem Konvoi ab. Und schau mal, ob nicht vielleicht doch noch hier dieser C3, den wir ursprünglich mal mit dem Zaunkönig getroffen haben, ob der da nicht doch noch irgendwo rumliegt, angeschossen. Und ansonsten, falls das nicht der Fall sein sollte, ja, geht's zurück in die Heimat. Wir haben ja auch noch ein paar Seemeilen vor uns, bis wir hier ganz oben sind. Und viel machen können wir eh nicht mehr. Wenn uns nochmal ein Einzelfahrer irgendwie über den Weg fährt, dann können wir, also unbewaffnet, dann können wir natürlich schauen, dass wir da noch mit der Bordkanone den klar machen. Aber ansonsten... Denke ich mal. Wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns dann gleich in La Rochelle wieder. April 1943, nach einer ereignislosen Rückfahrt, sind wir wieder in La Rochelle zurück und nehmen mal hier die Auszeichnungen entgegen, sofern wir denn welche bekommen. So, die gehen alle schon mal leer aus, aber wir sind wieder ein gutes Stück vorangekommen hier. Das sind auch richtige Seebären mittlerweile, ne? Hier. Okay. Gut, das sind wir einmal durch. Dann hier der alte. Ja. Balken füllt sich, aber es fehlt noch ein bisschen was. Okay, trotzdem, also auch unabhängig von irgendwelchen tollen Belohnungen in Form von Blechgegenständen und dergleichen mehr. Wir schauen uns mal die Gesamtzusammenfassung hier noch an. Eugene Field. Kleinkram, Empire Otter, ja, ich kann mich erinnern. Dann hatten wir hier ein bisschen was Größeres. Lebensmittel von Freetown nach Liverpool, knapp 8000. Empire Panther, Empire Nutfield, Empire Kato. Cormorant, das war das dann schon der Konvoi, an dem wir dran... Nee, das waren, glaube ich, alles immer tatsächlich noch Einzelfahrer. So, Lynx, das waren jetzt so die letzten Ziele. Medizinische Versorgungsgüter von Freetown nach Liverpool ausgezeichnet, 7000 knapp. Konvoi angegriffen, ach, sieh mal einer an, das ist also tatsächlich auch mal noch eine eigene Meldung wert. Konvoi SL angegriffen, Gesamttonnage 8239. Ach, stimmt, das war noch gar nicht. Das war der andere. Okay, dann hier der Dingledale. Und das war's, ne? Was haben wir denn Gesamttonnage? 60.449 Bruttoregistertonnen nach knapp 70 Tagen auf See. Also da kann man jetzt wirklich nicht meckern bei der Tonnage, bei einer Feindfahrt. Hier haben wir sie nochmal. Hier die Korvette. Die ist jetzt, glaube ich, die war hier nicht in der Aufzählung dabei. War aber ein schöner Angriff, wie ich finde. Flugzeugträger war dabei. Natürlich schon auch echt ein tolles Ziel. Ja, Leute. Also schaut euch das mal an, das ist doch nicht so schlecht. Nee. Also wird auf jeden Fall
würde ich mal sagen, als eine der erfolgreicheren Feindfahrten in die Geschichte von U-552 eingehen. Gut, was haben wir jetzt für ein Datum? Mittlerweile schon bis in den April 43 fortgeschritten. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Leichter wird es sicherlich nicht werden, aber natürlich kann man jetzt aktuell auch noch keine Prognose abgeben, wie es denn aussieht mit der nächsten kommenden Version, denn ihr wisst ja, sobald die erscheint, werde ich natürlich dann fortan mit der neuen Version weitermachen. Das heißt, für uns dann auch Neustart. Also schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Falls das noch nicht der Fall sein sollte, sehen wir uns direkt genau hier zur nächsten Folge in La Rochelle wieder für die nächste Feindfahrt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.